Liebe YouTube-Freunde, hier ist wieder der Mr. Ricci mit einem neuen Video. Und zwar über den Dacia Sandero Baujahr 2017 mit 75 PS der Dreizylindermaschine bei 122.807 Kilometer. Verbrauch 6,6 Liter im Winter oder 5,86 Liter im Sommer. Ausstattung, elektronische Klima, das typische Dacia Radio ist die Verarbeitung. Naja, wie man hier sieht, es lässt sich so schön alles auf, Teppich zerfranst, leichte Rostansätze, naja, nach 7 Jahren. Ist ein bisschen leicht angerostet. Der Motor 75 PS, Dreizylinder. Naja, schlammig ist er schon. Ein Zylinder ist schon oben Öl. Naja. Nach 7 Jahren und viel Salz. Ein Salzeinfluss ist das halt so. Ja, unten rostet er. Man sieht ganz leicht. Hier. Hier. Der Unterboden ist festrostig, Flugrost, aber ich glaube, das macht dem Wagen eher nichts. Ja. Reparaturen, Gelenk ausgewechselt, zweimal, einmal die Bremsscheiben plus Belege und sonst eigentlich nächster Service bei 119.000. So kann man nichts sagen, läuft. Einmal frei mit seinen Dreizylindern dahin. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.